500 Tage vor der Ski-WM, die Vorbereitungen sind voll im Laufen, die Vorfreude wird immer größer. Wir gehen immer mehr in Details jetzt, auch in Abstimmungen mit unseren Partnern FIS und Infront. Ski Austria wird bereit sein, 2025 ein ganz großes Skifest hier in Saalbach gemeinsam mit der weltweiten Skifamilie zu feiern. Wir sind vorbereitet. Ein Teil ist noch dabei, die 1991 schon dabei waren. Und im Ort wird es jetzt immer ein bisschen der nächste Winter, wenn der gut läuft, dann ist das Finale, dann kommt diese Stimmung Richtung Weltmeisterschaft. Das war 91 auch so. Und ich glaube, dass wir ganz vor einer ganz, ganz tollen Weltmeisterschaft stehen. Und ich freue mich in dem Sinn, dass ich sage, wir können Saalbach Hinterglemm wieder in die Welt hinausschießen. Und jeder wird auf uns schauen und wird sagen, da muss ich mal hin. Here in Saalbach it's a bit special, because I mean it's okay, Austria, country of skiing, and we are quite sure that will be a huge atmosphere, a huge festival, and of course good competition. So for us it's a kind of a safe story. Für mich ist es eine große Ehre und Privileg, das zu machen, mit dem ORF gemeinsam diese Bilder in die Welt rauszuschicken. Wir werden wirklich das top-technische Equipment im Einsatz haben, State of the Art mit über 20 Superzeitlupenkameras, mit zwei Drohnen, mit Polecams, mit Kränen. Also wenn das Wetter mitspielt, kann ich den Zuschauern ein Spektakel hier versprechen, wie es ganz selten nur zu sehen ist.